Willkommen zu Let's Play The Rake. Was wir hier sehen, ist das Menü. Hier haben wir Multiplayer. Geht noch nicht. Wird irgendwann mal nachgereicht vielleicht, wenn man Glück hat. Man weiß es nicht, aber eines Tages, wenn der Multiplayer-Modus kommt hier. Settings, jetzt nicht viel zu sehen. Starte ein neues Spiel, bitte. Loading Level. Der Lake lauert in der Finsternis. Der Lake will meine Seele holen. Okay. Es scheint, als würde er noch laden. Vielleicht hat er sich auch aufgehängt. So. Oh. So. Alright. Hier sind wir in unserem Wohnwagen. Pick up Medikits. Was haben wir hier? Press E to watch. Okay, die Knarre. Ich brauche diese Knarre. Ich bin diese Kreatur. Aufdauern zu bewählen. So. Zu der Aufnahme muss ich sagen, dass ich es oldschool aufnehme. Nicht mehr voice-overt. Und auch nicht so zugespitzt. Ein bisschen natürlicher. Zu The Evil Within ist zu sagen, ich weiß nicht, ob ich die Serie weiterführe. Keine Ahnung. Ist zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit. Okay. Was haben wir hier? Futter für die Kreatur. Können wir ein Schwein fangen? Kommen würde. Wo bist du, Schweinchen? Komm! Naja, whatever. Hier haben wir Kameras. Das ist meine Map. Hier ist meine Map. So, hier sind wir hier in dem wunderschönen, keine Ahnung, was das ist. Schutz? Naturschutzpark? Who knows? Die Grafik ist sinngemäß. Okay. Man kann spielen. Man kann es anschauen, ohne zu erblinden. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so außergewöhnlich. Es ist kein Skyrim. Das muss man sagen. So, also. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar Kameras hinmachen können. Und wir den Rake erspähen. Wenn denn. Wenn er denn kommt. Ich habe mal einen Versuch gemacht. Kam er irgendwie nicht. Okay, wo kann ich die hinmachen? Oh, das ist noch. Das ist ein Schwein. Hallo, Mr. Piggy. What the fuck? What? Lauf, Schwein, lauf! Hier. Also. Hier hätten wir eine Kamera. Und dann machen wir. Noch eine da drüben hin. Man kann insgesamt 5 Kameras setzen. Ist nicht so viel. Aber was will man machen? Hä? Ah, hier. Hier ist der Sport für die Kamera. So. Erledigt. Noch ein guter Spot wäre da drüben. Hier ist eine Höhle. Ist scheiße unheimlich bei Nacht. Dort hört man den Rake herumschleichen. Sehr beunruhigend. Dazu gibt es vielleicht noch zu sagen, es gibt auch noch eine zweite Waffe. Es gibt ein Scharfschützengewehr. Aber ich habe es noch nicht gefunden. So, hier. Ich muss blöderweise immer im Inventar die Kamera auswählen. So. What? Ja, natürlich. Select die Kamera. Habe ich keine mehr? Oh. What the hell? Ich habe doch 5 aufgenommen, Alter. Was ist los? Was ist los? Oh, okay. So, jetzt schauen wir nochmal in die Höhle rein. Gibt es Geheimnisse für Obi zu entdecken? Waffe.
Es gibt kein Fadenkreuz. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich treff so gut wie gar nichts. Weil diese blöde Sau so unglaublich schnell ist. Geht mir so auf die Nüsse. Okay, hier irgendwo war ein Haus, ein Hexenhaus. Dort ist Tintin und Gretel. Sind dort gefangen. Wo waren das? Da ist es. Hier. Dunkle Geheimnisse. Oh, und hier in der Finsternis. Oh. Geheimnisse. Okay. Hier sind Schweine. Tote Schweine, glaube ich. Habe ich eine Taschenlampe? Doch, müsste ich haben eigentlich, aber es wäre Nacht. Tote Schweine. Wer hat diese Schweine getötet? Ein Geheimnis. Schauen wir uns da drüben nochmal um. Da müsste ein See sein. Aber ich glaube, da gibt es nichts Großartiges zu sehen. So, hier. Hier ist ein Boot. Hey, die Sniper Rifle. Ich bin gut. Ich bin zu gut für dieses Spiel. Was ist das, ein Eichhörnchen? Man weiß es nicht. Nee, es ist ein Schuh. Es ist der Schuh Bigfoots. Du-du-du-du-du-du-dung-dung. Okay, es ist ein sumpfiger Sumpf. Kann ich hier durch? Aber ganz schön gemacht eigentlich hier. Aber ob es hier was Besonderes noch zu entdecken gibt, ich will nicht bezweifeln. Gehe ich mal zurück. Oder? Ne, tote Hosen. Da ist was. Eine Hütte. Ist das hier ein Bunker? Ja, irgendwo war eine Hütte mit Fallen, das weiß ich noch. Da irgendwo war eine Hütte mit Fallen. Mit Belenfallen. Dort. Glaube ich. Ich bin nicht sicher. Hallo? Hier wohnt die Hexe von Blair Witch in der Finsternis. Hier ist nichts. Nope. Nope! Oh! Oh mein Gott! Kreatul! Renn davon in Grauen! Oh Lord! Okay. Warte, hörst. Macht Spaß, mal wieder was live anzusprechen. Und nicht immer dieses Voice-Over. Voice-Over ist okay. Macht mal Spaß. Was ist denn das, ein Bär? Nee, ein Schwein. Lauf, Schweinchen, lauf davon in Grauen. Okay. Brauch eine Falle. Kamella. So, gleich geschafft. Brauchen wir nur noch eine Kamera. Aber wo waren die Fallen? Hier irgendwo waren Fallen. In der Hütte voll Bolgen, dort. You add one trap. Ist hier nur eine Trap? Ich bin mir nicht sicher, wie viel es hier gibt. Da bunker ich mich ein in meinem Wohnwagen. Und warte darauf, dass der Reh kommt. So, wow. Unheimliche Musik. Wo ist der Reh? Wo bist du? Jemand hier. Okay, schauen wir uns nochmal um im Lager. Dann springen wir noch kurz in die Nacht hinein. Schweinchen! Dort bist du, Schweinchen. Könnte theoretisch eine Kamera da draufsetzen, macht aber wenig Sinn. Finde ich Quatsch. Finde ich absolut schwachsinnig. Okay. Schauen wir uns nochmal hier drin um, ob ich nicht was vergessen habe. Hier kann man schlafen. Oh, nope. Pickup-Kameras sind leer. So, hier sind noch Kameras. Und was wir haben, ist hier noch Kaffee. Und diese Überwachungsmaschine. Okay, Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 5, F4, 5, whatever. Okay, man hat auch Sound, da hört man das Schwein rumlaufen. Okay, dann mal los. Wir springen in den Tag und springen in die Nacht. Hier kann man übrigens hochklettern. Mit einer hochmodernen Satellitenschüssel kann ich hier
New Porn Penthouse TV empfangen. Ich habe Arbeit zu tun. Also gut, los geht's. Skip. Yes. So, es ist Nacht. Ich fühle mich beobachtet. Schauen wir uns die Bilder nochmal schön hier an. Wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich lasse mir alle Zeit der Welt in diesem Spiel. In diesem Let's Play. Mitte Carleston. Search ends for missing 6-year-old boy. Okay, hier sehen wir den Lake. Glühenden Augen. Hier nochmal eine schöne Grafik handgezeichnet. Ah, Schweinchen? Alles in Ordnung da draußen, Schwein? Komme gleich zu dir. Was haben wir hier noch? Paranormale Bildel in Geistern. Bigfoot. My 6 hours of hell wish Bigfoot. Naja, es gibt Schlimmeres. Oh, da sehen wir das schöne Bildchen noch aus meinem Trailer. Wer weiß, ob das echt ist. Ob das authentisch ist. Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Ich fühle mich in großer Gefahr. Lass mich mal umschauen hier. Hello, Mr. Creechel. Was ist hier bloß? Was ist da passiert? Kamera 1? Kamera 1 ist kaputt. Höre Schritte. Oh, das ist das Schwein. Diese Schritte würde ich aus 1000 Metern Entfernung wieder erkennen. Okay, Lake, wo bist du? Leo! Was ist mit meiner Kamera? Die ist kaputt. So dunkel. I see fuck. Okay. Kamala. Scheint alles so weit ruhig zu sein. Wo ist der Idiot? What? Was war das? Was war das? Kamera 1? Hallo? Keine Ahnung. Lasst uns umsehen. Ich bin ein mutiger Mann und gehe hinaus in die Finsternis, den Lake zu finden. Wo bist du, Gesicht? Meine Fresse! Ich hätte den Monitor nicht so dunkel einstellen sollen. Ich sehe Scheiße. Okay. Der Dudel, lauf davon, den Clown! Ich bin auf einer wichtigen Mission unterwegs. Where are you, Lake? Wo bist du, Gesicht? Wo bist du? Zeige dich! Wer ist da? Ein Schweinchen. Lauf davon. Oh man. Oh man. Simpfe der Traurigkeit. Ich brauche eine Karte. Ich sehe sonst gar nichts hier. Oh man. Das nächste Mal muss ich meinen Monitor heller stellen. Absolut grauslich, gräuslich. Okay. Es ist wichtig, beim Rake nach Gehör zu spielen. Weil man sieht ihn zu spät. Wo bist du? Zeige dich. Mysteriös. Wo ist der Gesicht? Das ist so ein Let's Play, da passiert gar nichts. Absolut gar nichts. Das dämliche Fee lässt sich verdammt viel Zeit. Irgendwie. Aus nicht ganz bekannten Gründen. Ich weiß genau, du willst mich, Rake. Stell dich der Gefahr. Stell dich dem Kampf mit Obi. Auch bekannt unter Daniel Dangel. Wo ist der Idiot? Okay. Wow. Geräusche. Ich hab gehört Geräusch. Wo ist der Gesicht? Dort.
Dort drüben ist etwas in der Finsternis verborgen. Wo bist du, Rick? Oh. Seltsame Summen. Besser! Oh, oh, oh! Du Gesicht, ey! Oh, Jesus Christ! Oh my gosh! Lass wieder hochgehen. Also, was habe ich im Inventar? Ich habe hier diese Nachtcam. Aber ich sehe gar nichts damit. I see nothing. Wo bist du, Rick? Wo bist du? Dort sehen Sie einen Hirsch in seiner freien Wildbahn. Er sieht verwirrt aus. Verängstigt. Er muss etwas. Irgendwas muss ihn aufgeschreckt haben. Los geht's! Los! Oh. Wo ist es? Ich komme, Hirsch! Oh! Was? Was zum Teufel war das? Fickt euch doch, ihr Drecksviecher! Bin auf wichtiger Mission! Ihr stehlt mir den letzten Nerv. Dieses blöde Rakoid. Okay. Jesus Christ! Dort irgendwo lauert etwas. Dort. Ich bin sprachlos. Nichts passiert. Dieses Spiel ist absolut garbage. Hallo? Hallo Rake, hallo Rake, hallo Rake. Where are you now? Where are you now? Ich vermisse dich so sehr, Mr. Rake. Du lauerst hier in der Finsternis alleine. Du blödes Arschloch. Oh, die Kreatur! Da! Ah, war ja klar. Oh, ja klar. Mein Gott! Was zum Teufel? Komm her, du Arsch! Irgendwo ist er. Wo ist er? Ich weiß genau, du bist da. Rakoid. Rakoid. Komm zu Daniel Dangel. Eine finstere Nacht. Obi machte sich auf den Weg. Den Rake Award finden. Es ist zu dunkel, ich sehe nichts. Ho! Schwein? Schwein! Bleib hier! Beschütze mich vor der Kreatur! Opfere dich für mich! Wo ist der Idiot jetzt hin? Wo ist der Idiot hin? Zeige dich. Ja, komm raus. Komm raus, ja. Da siehst du gar nichts. Guck dir das an. Oh mein Gott. Bevor ich Rakoid töte. Zu Weihnacht. Frohe Weihnacht überall. Oh, ich höre Schritte, fuck. Komm her. Da ist er. Oh, oh, what the fuck? Ich hab... Oh, guck dir das an. Ich hab getroffen. Er hat noch so viel Energie. Und ich... Ich fress Damage hier. Was ist los? Dort. Ein Schwein. Drecksblöder Cheater, hey. Komm her. Ich glaube, ich habe 5 Tage oder so, um ihn zu bezwingen. Nur 5 Tage. Okay, jetzt gehe ich zurück zur Basis und schaue nochmal in die Kamera halt. Dann mache ich ja Schluss. Ich glaube, das speichert mir das automatisch. Bin mir nicht ganz sicher, aber speichert. Ich hoffe es. Dann geht es das nächste Mal weiter mit Rake.
Oder Rake. Oh, fuck, Mann! Oh! Da, guckt ihr euch den Damage an! Den Damage. Es ist mir scheißegal, wenn ich hier verrecken soll, dann war es das mit dem Let's Play. Dieses Spiel ist garbage. Dieses Spiel ist scheiße. Schnell zurück. Obi bekam es mit Angst zu tun. Er wusste, er hat keine Chance gegen den Rake allein in der Finsternis. Deshalb wusste er, dass er schnell zurück muss zu seinem Wohnwagen, um sich dort zu campen. Und dort zu campen! Da ist ein Schwein. Schweinchen. Wo ist es? Fick dich, Schwein! Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Hinter mir! Oh, scheiße. Oh. Oh mein Gott. Gott, nein. Rake. What? Oh, gruselige Vögel. Vogelkreaturen. Wo war mein Wohnwagen? Ich glaube, hier war er. Okay. Null Problemo. Okay, zurück. Schnell zurück. So. Bin ich sicher. Ho! Oh, Schweinoid. Okay, ich gebe dir eine Kamera, wenn ich kann. Vielleicht hilft's ja. Hier! Nee, geht nicht. Ich muss erst welche entfernen. Lass ich mal so stehen. Also, schauen wir nochmal durch die Kamera. Kamera 5 ist zerstört. Der Rake hat sie zerstört. Ich hoffe, du bist haftpflichtversichert. Kamera 1 ist auch mehr tot als lebendig. Kamera 2. Kamera 3. Drecksrake. Wie viel Schuss verträgt der Typ, ey? Also, naja, das war's mit Let's Play Rake. Mit mir, Obi, live eingesprochen. Nicht wieder Voice-Over. Und das nächste Mal geht es weiter mit The Rake und mit Schweinchen Dick. Guten Abend.